Ja, hallo, willkommen zurück zu Black Mirror. Zu Black Mirror 3 natürlich. Ich hatte ja gesagt, die Spannung halte ich jetzt aufrecht, weil ich hier nochmal. Ja, weil ich weiß, jetzt komme ich vorwärts. Ich hoffe es Ein zumindest. Schaukelstuhl aus Holz. Die Rückenlehne sieht nicht gerade bequem aus. Was haben Sie vor? Vielleicht gibt es eine geheime Falltür unter dem Teppich. So ein Blödsinn. Anscheinend nicht. Was haben wir hier? Zeitungsausschnitte über den Mord an Vic. Unvorstellbar, wie man ein Kind so brutal ermorden kann. Das hier könnte interessant sein. Miss Valleys Büchersammlung. Mal sehen. Englische Geschichte und Geschichten. Camelot und der Heilige Gral, von Wilhelm dem Eroberer bis zur Magna Carta. Eine Mappe von einer Universität. Constable, darf ich mir die Mappe hier mal ansehen? Das sind alles nur Bücher über Wissenschaft. War das ein Ja? Von mir aus. Aber machen Sie nicht zu lang. Schaue mich noch etwas um. Ich glaube, in Willow Creek gibt es sowas wie Öl oder Gas einfach noch nicht. Nein. Geschirr im Folklore-Stil. Wir Experten sagen dazu bemalte Teller. Ja, wir Experten. Vorne eigentlich was? Nein. Okay, ich schau doch mal rein. Keine schwarze Kugel. Wenn ich Glück habe, hat sie noch keiner entdeckt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo dieses Hügelgrab genau liegt. Oh je. Expedition 6. Juli 1981. Unsere Gruppe untersuchte heute das Gebiet in Sektor 13. Wir fanden einen unversehrten und wahrscheinlich bisher von Grabräubern verschonten Tumulus. Der Eingang war noch mit einem für diese Bauart typischen Felsblock verschlossen. Es handelt sich bei dem Grab nach bisherigen Erkenntnissen um einen Cost World 7 Typ. Okay, was auch immer das ist. Was könnte ja interessant sein? Der Sektor 13, das denke ich mal sowieso. Okay, wir fanden die Überreste von 12 Personen, vermutlich Männer. Bei einigen fehlten Schädel. Knochen wurden umsortiert. Wir nahmen an, dass die Schädel noch während der Nutzung der Stätte für Rituale entfernt wurden. Wieso? Ja, das bleibt zu erklären. Die Position des Grabes haben wir auf der Karte markiert, um das Grab vor Grabräubern zu schützen. Wird die Karte im Archiv der Universität eingelagert und ist nur autorisierten Personen zugänglich. Ja, die ist ja eingestürzt. Fundstücke und Proben zur Archivierung geschickt. 7 vollständig männliche Skelette, 5 männliche Skelette ohne Schädel, eine goldene Figur in Form eines Stieres, 2 goldene Tafeln mit Hieroglyphen, eine Probe Sandboden aus dem Grab, außerdem eine Bodenprobe aus dem Sumpf und diversen Kleintierknochen. Sumpf, wir waren ja in dem Sumpf. Ah, Knochen. Nein, ich löse nicht. Damit kann ich doch schon was anfangen. Sektor I3 im Sumpf. In der Nähe war ich schon, als ich die Portale gesucht habe. Und dort eine Stelle, an der viele Kleintierskelette liegen. Das muss sich doch finden lassen. Tja, hier ist aber noch was zu finden. Das schaue ich mir alles noch Miss an. Valleys Bruder, Vic. Sie hat ziemlich viele Bilder von ihm. Ist aber auch kein Wunder.
Sie war wie besessen von seinem Tod. Und vor allem von seinem Mörder, Samuel Gordon, meinem Vater. Alte Zeitungen und ein Buch mit englischen Kinderliedern, das hilft mir nicht weiter. Oh, halt, hier ist noch was. Ein leerer Notizblock. Was machen Sie da? Ich wollte mir nur ein Blatt Papier nehmen, um mir Notizen zu machen. Mhm. Na, der Constable, der ist so dumm. Was dagegen, wenn ich mir ein Stückchen Kohle mitnehme? Ich glaube, da hat niemand etwas dagegen. Ja, es könnten eigentlich überall Beweise drin sein, also CSI, FBI und Co. hätten da was dagegen. Ein leeres Blatt Papier auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten kann ich einen schwachen Textabdruck erkennen. Leider nur erkennen, nicht lesen. Ah, ihr wisst, worauf ich raus will. Genau, die Kohle. Dieser Trick hat bisher immer funktioniert. Das muss der gleiche Brief sein wie der, den ich in der Hütte gefunden hatte. Ein bisschen kann man lesen. Falls es uns nicht gelingen sollte, das Übel... Unser Ziel verfehlt und der Orden nie existiert. Bereits Opfer gegeben? Das war nie meine Absicht. Wenn der Verfluchte also... Jetzt wird's sehr undeutlich. Darf keine Spur mehr zu uns führen. Verstehe. Da hatte Miss Valley wohl angekündigt, dass sich der Orden im Fall der Fälle auflösen soll. Das erklärt einiges. Ja, also hier hoch darf ich ja nicht und... Na, was ist das hier? Miss Valley hatte wohl nicht nur Angst vor den Gordons. Knoblauch war das, glaube ich. Ja. Knoblauch. Zack, ich habe genug gesehen. Gehen wir. Legen Sie die Mappe bitte wieder zurück, dann können wir los. Na, okay. Ich habe mir alles notiert in meinem Notizbuch, falls ich nochmal was wissen muss. Ah, ich komme von hier. Oha. ja, es war die Rede von bla 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 bla. Vom Sumpf. Steinkreis im Wald. Sumpf. Und da gibt es noch einen Steinkreis. So, das müsste ich jetzt eigentlich... Na nun, oh. Soweit ich mich erinnere, war hier gestern noch kein Steinhaufen. Die Spannung steigt. Da ist etwas zwischen den Steinen eingeklemmt. Ein Stück Papier. Ein Briefumschlag mit meinem Namen drauf? Die Sache wird langsam unheimlich. Ein Briefumschlag mit meinem Namen drauf. Kein Absender, nichts. Die Hoffnung sei die zweite Tugend eines Hüters. Sie nährt den Weisen, doch sie narrt den Vermessenen, der sich gedankenlos auf seinen Versprechungen ausruht. Die nächste seltsame Nachricht. Das war eigentlich zu erwarten. Wer auch immer dieses Spielchen mit mir treibt, er wusste, dass ich im Sumpf vorbeikommen würde. Genau. Und wir haben ja auch diese Knochen. Die wurden ja auch erwähnt. Also, alles was mit dem Ritual. Kleintierknochen. In Miss Valleys Seminararbeit stand, dass sie solche Knochen an ihr Institut geschickt haben. Das wäre ein Hinweis darauf, dass sich hier in der Gegend das Hügelgrab befindet.
Trampelpfad, nein. Trampelpfad, Trampelpfad. Ein Sumpf. Das stand auch in der Seminararbeit. Und ich bin östlich von Willow Creek. Irgendwo hier in der Nähe muss dieses Hügelgrab sein. Aber wo? Wo führt erstmal der Trampelpfad hin? Das sind ja zwei. Ach, okay. Der führt hier lang und sonst ist ja hier nichts, oder? Ich versuche es einfach mal in diese Richtung. Aha, jetzt auf einmal einfach mal so. Gut. Dann müsste wohl richtig sein. War nicht allzu schwer zu finden. Der Baum muss vor Jahrzehnten gefällt worden sein. Wahrscheinlich, als sie das Grab entdeckt haben. Ein Ersatzmann hier, der beim Bau des Grabes übrig blieb? Ein Ersatzmann hier. Sorry, ich muss das einfach tun. Ich denke schon wieder was vergessen. Hier liegen eine Menge Äste und Zweige. Die trockenen nehme ich mit. Dieselben Hieroglyphen wie auf der Steintafel in der Höhle. Diese Orte gehören eindeutig zusammen. Das könnte ein Loch sein oder ein Symbol für die schwarze Kugel. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich habe noch nie ein Hügelgrab von innen gesehen. Ehrlich gesagt auch noch nie von außen. Was mich wohl erwartet? Ah, ich dachte, es wäre zu dunkel wie im Keller. Ah, da, ja, da war ja auch noch was, glaube ich. Hier riecht es alt. Sehr alt. Hier liegen überall kleine, lose Steine rum. Hier liegen überall. Alle leer. Nichts zu finden. Hier haben sie wohl die Toten reingelegt. Die Wände bestehen aus massiven Felsbrocken. Die müssen Hunderte von Leuten gebraucht haben, um das Ding hier zu bauen. Der Boden ist aus Stein mit einer dicken Dreckschicht überzogen. Vergraben konnten sie die Kugel sicher nicht. Na, es hat keinen Sinn. So finde ich hier nichts. Mordred wüsste bestimmt, wo zu suchen wäre. Wieso habe ich jetzt keine Vision? Hey, Mordred, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Moment mal, die Idee ist gar nicht so schlecht. Wenn ich meine Pillen absetze und hier lange genug warte, kommt früher oder später sicher eine Vision. Ich meine, wo, wenn nicht hier? Allerdings stand auf der Packungsbeilage, dass es mindestens 2 Wochen dauert, bis die Wirkung nachlässt. Vielleicht kann ich das beschleunigen. Fragt sich nur wie. Ja, wir haben ja hier noch nichts, was wir dazu nehmen könnten. Ich glaube, jetzt kann ich ein paar Dinge mitnehmen, die... Ach, jetzt... Oh, endlich kann ich die Folie mitnehmen. Ich weiß nicht. Das ist eine Rolle Baufolie. Die Handwerker sollten damit eigentlich den Boden abdecken, damit sie nicht alles dreckig machen. Aber bei der Bude hier ist es mittlerweile egal. Und nochmal, was der so alles einsteckt. Teezimmer, da ist nichts. Die Küche ist der Eimer, den ich vielleicht jetzt mal mitnehme, oder? Ein leerer Topf? Schätze, die Handwerker haben sich da... Momentan habe ich keine Idee. Ja, meine Medikamente absetzen. Dann muss ich doch was in der Apotheke befinden. Oder? Ja? Hallo, Doktor.
Kann ich Sie kurz was fragen? Na klar, kommen Sie hoch. Ich würde gerne meine Medizin absetzen. Hi, Doc. Adrian, was kann ich für Sie tun? Ich glaube, die Medikamente machen Probleme. Wie meinen Sie das? Vertragen Sie sie nicht so gut? Wird Ihnen schlecht? Naja, ich habe das Gefühl, dass sie heute nicht so wirken wie sonst. Kann es sein, dass ich etwas gegessen habe, was die Wirkung herabsetzt? Haben Sie große Mengen Baldrian-Tee getrunken oder Johanniskraut-Tee? Diese beiden Kräuter könnten die Wirkung herabsetzen. Nein, ich hab's nicht so mit Tee. Dann haben Sie vielleicht Antazida gegen Magenschmerzen oder Sodbrennen genommen. Das sollten Sie besser nicht tun. Magnesiumhaltige Mittel in Verbindung mit koffeinhaltigen Getränken hemmen die Aufnahme der Haloperidox-Wirkstoffe ins Blut. Ich hätte Sie darauf hinweisen müssen, entschuldigen Sie. Das heißt also neben Baldrian und Johanniskraut auch keine Magenmittel und kein Kaffee? Nicht zusammen. Aber ein oder zwei Tassen Kaffee am Tag sind nicht so schlimm. Nur nicht übertreiben. Ihr Husten klingt jeden Tag schlimmer. Bye, Doc. Geben Sie auf sich acht, Adrian. Ja, die hat mir jetzt unbewusst verraten, was ich tun kann, um die Wirkung herabzusetzen. Also Kaffee kriege ich ja im Café. Und ja, das andere müsste ich bei ihr kriegen. Wenn sie denn keine Angst schon wieder hat. Hi. Abaya, haben Sie etwas gegen Sodbrennen? Ja, natürlich. Magensalz kann ich da nur empfehlen. Ist das magnesiumhaltig? Nein, das ist nur ein Salz. Haben Sie noch etwas anderes? Wenn Sie Magnesium brauchen, können Sie auch ein Antazidum nehmen. Das ist zwar rezeptpflichtig, aber bei Ihnen mache ich eine Ausnahme. Okay. Ich hätte gern ein Päckchen Kaffee. Welche Sorte? Entkoffeiniert oder extra mild? Haben Sie keinen extra starken? Die älteren Kunden vertragen das Koffein nicht so gut. Und was ist mit dem Sack Kaffeebohnen hier? Das ist die extra milde Sorte. Soll ich Ihnen davon etwas abpacken? Nicht wirklich. Haben Sie Baldrian-Tee oder Johanniskraut? Ich fürchte, nein. Aber ich kann es Ihnen bestellen. Dauert vielleicht 2 Tage? Ah, das ist zu lang. Ich bräuchte es heute noch. Oh, dann weiß ich auch nicht. Auf Wiedersehen. Ja. Psychopath, du. Raus. Also, Kaffee. Kaffee müsste doch in einem Café, müsste es den doch nun logischerweise geben. Edward? Mr. Gordon, womit kann ich dienen? Kann ich hier auch ein ganzes Päckchen Kaffee kaufen? Aber natürlich, Sir. Welche Sorte hätten Sie denn gern? Die stärkste. Bitte sehr. Das ist ein kolumbianischer Kaffee. Eine meiner Lieblingssorten. Danke. Machen Sie es gut, Edward. Ich versuche mein Bestes, Sir. Ich gehe da besser. Okay, jetzt brauche ich nur noch Magnesium. Das heißt nur noch... Ich schaue erstmal nach, was ich jetzt alles habe. Trockene Zweige eignen sich hervorragend für ein Lagerfeuer. Magnesiumhaltige Tabletten gegen Magenbeschwerden. Ah. Auf der Packung steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag einnehmen. Echter kolumbianischer Hochlandkaffee. Riecht wie echter kolumbianischer Hochlandkaffee. Ja, es scheint ja alles zu haben. Es waren ja 3 Dinge. Es fehlt mir nur noch, weil ich sag's gleich, ich möchte in dem... Jetzt nimmt er den Topf erst mit. Oha. Ein leerer Topf?
Schätze, die Handwerker haben sich damit ihr Mittagessen warm gemacht. Und ich kann mir damit Tee oder Kaffee kochen. Ich fülle gleich etwas Wasser rein. Wow, das war mein nächster Gedanke. Wo kriege ich jetzt Wasser her? Sumpf. Oder ist das auch... Nein. Das sieht ja niedlich aus, wie der so über die Karte rennt. So. Jetzt müsste ich loslegen können. Wir nehmen die Äste. Hallo? Gab es da eine Stelle? Der Wind hat den halben Wald hier reingeweht. Keine schwarze Kugel drunter. Ich lege die Steine in die Mitte des Raumes. So habe ich eine kleine Feuerstelle. Eine Feuerstelle. Naja, im Moment eigentlich nur ein Kreis aus Steinen. Aber cool, dass er das gleich so macht. Vielleicht brauche ich ja noch eine Zeit. Damit hätte ich genug Brennmaterial für ein kleines Feuer. Okay. Soll ich das logischerweise zuerst anzünden? Ja. Ich sollte lieber erst alles zusammentragen, was ich brauche. Bedeutet? Magnesiumhaltige Tabletten. Ja, okay. Was soll ich denn noch? Wo brennt das? Zettel. Verbrenn das Buch. Oder soll ich jetzt den Topf draufstellen? Zuerst sollte ich mich mal um Feuer kümmern. Oh, Alter. Mann, solche Kleinigkeiten, das gibt's doch nicht. Ich sollte erst alles zusammentragen und ja. Ich sollte lieber erst alles zusammentragen, was ich brauche. Bleib doch mal hier drin. Es fehlt doch nur was, eine Kleinigkeit. Was ist das? Hier liegen noch mehr von diesen Kleintierskeletten. Ob hier wohl eine Eule haust? Oder etwas Größeres? Geh noch mal rein. Hier ist nur die Feuerstelle, das will er jetzt nicht machen, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht ist es ja ganz einfach, was ich hier noch dazu machen soll. Ja. Was mache ich jetzt? Mache ich es spannend? Ja, ich mache es spannend. Ja, es hat den Grund, ich schaue ja auf die Zeit und ja, das nächste Mal kriege ich das Feuer schon an. Ja, und dann mal sehen, was passiert, wie es die Medikamente runtersetzt. Deswegen die Folie, soll ja richtig Dampf entstehen. Ja. Bis dahin, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und zu sehen. Hier bleibt Black Mirror 3. Bis zum nächsten Part. Bis dann, ich bin weg. Ciao.